Muss ich meinem Partner in einer Beziehung immer die Wahrheit sagen? Natürlich wünschen wir uns Beziehungen, in denen wir komplett ehrlich miteinander sein können. Wenn es uns gelingt, Räume zu schaffen, wo wir komplett ehrlich miteinander sein können, dann schafft das ein ganz, ganz tiefes Vertrauen und ermöglicht eine tiefe Verbindung zwischen Menschen. Zugleich ist es wichtig, die Tatsache anzuerkennen, dass die meisten Menschen sich nicht sicher genug fühlen, um komplett ehrlich zu sein mit einem anderen Menschen, auch nicht mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin. Die meisten Menschen haben schon sehr früh erfahren, dass es nicht erwünscht ist, dass sie komplett ehrlich sind. Die meisten Menschen haben gelernt, mehr oder weniger subtil zu lügen. Nicht nur dem Partner gegenüber oder der Partnerin, sondern auch sich selbst gegenüber. Deshalb halte ich es für sehr naiv, einfach davon auszugehen, dass wir in unserer Beziehung, in unserer Partnerschaft komplett ehrlich miteinander sein werden. Oder es als gegeben zu betrachten oder es gar einzufordern, wie ich es oft erlebe. Ich betrachte Aufrichtigkeit zwischen zwei Menschen daher wirklich als ein Geschenk. Und ich betrachte es als die Aufgabe von beiden, einen Raum herzustellen, in dem Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sicher ist. Was ich oft beobachte und was mich schmerzt, was ich auch selbst schon erlebt habe, ist, dass Ehrlichkeit eingefordert wird, gerade in Liebesbeziehungen, und dann bestraft wird. Und dann wundern wir uns, wenn das nächste Mal keine Ehrlichkeit passiert, wenn sie das letzte Mal bestraft wurde. Was bedeutet es, einen Raum herzustellen, in dem Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sicher sind? Es bedeutet, die Fähigkeit zu entwickeln, auch das von unserem Partner zu hören oder wahrzunehmen oder erstmal einfach da sein zu lassen, was anders ist, als wir es gerne hätten. Solange ich diese Bereitschaft nicht habe, ist es ja fast schon zynisch, von dem anderen Aufrichtigkeit zu erwarten, wenn er weiß, dass er dafür abgelehnt wird oder sie. Das heißt, es braucht erstmal eine Arbeit an meinem eigenen Herzen, dass ich überhaupt fähig bin, die andere Person so anzunehmen, wie sie ist, und damit einen Raum zu öffnen, wo die andere Person sich zeigen kann, wie sie ist, sich mitteilen kann, wie sie wirklich denkt und fühlt, ohne dafür bestraft zu werden. Und sei es nur bestraft zu werden durch Liebesentzug, weil etwas in mir zumacht und zurückzieht und den anderen wegstößt. Und wenn wir beginnen, das nicht als gegeben zu betrachten, sondern als etwas, was wir kultivieren können in einer Beziehung, dann erkennen wir auch, dass Ehrlichkeit nicht etwas ist, was da ist oder nicht, oder es geht nicht nur darum, sagt jemand die Wahrheit oder nicht, sondern es ist tatsächlich etwas, wo wir immer tiefer gehen können und immer tiefer gehen können und immer tiefere Schichten von Aufrichtigkeit, von Transparenz, von sich zeigen möglich werden. Und wenn wir einen sehr sicheren Raum haben mit einem anderen Menschen, dann können wir in diesem sicheren Herzensraum von dem anderen Menschen in uns auch Bereiche erschließen, die wir noch nicht mal uns selbst gegenüber zeigen konnten. Und wenn es uns gelungen ist, mit einem anderen Menschen einen Raum zu erschaffen, der sehr sicher ist, dann können wir in diesem Raum immer tiefere Schichten von Aufrichtigkeit erforschen.
Das bedeutet, dass wir in diesem Raum Wahrheiten über uns selbst erkennen können, die wir alleine noch nicht einmal erkennen konnten. Weil dieser Raum der Annahme des anderen es uns erst ermöglicht, so ehrlich mit uns selbst zu sein. Deshalb gibt es für mich kein Muss, einem anderen Menschen die Wahrheit zu sagen, sondern ich betrachte es als gemeinsame Verantwortung, in einer Beziehung, in einer Gemeinschaft, in einer Familie, in einer Kultur, in einer Gesellschaft, Räume zu erschaffen, wo Aufrichtigkeit möglich ist, ohne dass sie bestraft wird. Und wenn diese Räume da sind, dann braucht es für die meisten Menschen immer noch einen Heilungsprozess, vor allem wenn sie stark traumatisiert sind davon, dass sie bestraft wurden für Aufrichtigkeit oder auch für Unaufrichtigkeit, auch das ist ja für beides, braucht es einen Heilungsprozess, in dieses Vertrauen hineinzuwachsen und das auch zu erleben, dass es sicher ist, aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein, Gedanken oder Gefühle oder Bedürfnisse zu teilen, die dem anderen möglicherweise missfallen oder wehtun. Und die Erfahrung zu machen, dass der Beziehungsraum stark genug ist, dass beide damit da bleiben können und dass die Herzen das beinhalten können und damit eine neue Form von Nähe und Intimität möglich wird. Nur die Liebe zählt. Komm zum Gratis-Webinar mit Vivian Dittmer am 6. März um 20 Uhr. Den Link dafür findest du in der Videobeschreibung. Bitte like, kommentiere oder abonniere unseren Kanal, um uns zu unterstützen. Tschüss.